Hi, mein Name ist Janine Knorr, ich bin 26 Jahre alt und ich bin Modedesignerin. Meine Leidenschaft für Mode habe ich schon in der Schule für mich entdeckt, vor allen Dingen für historische Kostüme. Und deswegen habe ich nach meinem Abitur auch den Bachelor in Geschichte gemacht an der Universität in Mannheim. Und daran habe ich noch eine Ausbildung als Modedesignerin angeschlossen, die ich jetzt vor kurzem erst abgeschlossen habe. Ja, also die Inspiration zu dem Kleid war für mich eigentlich eine Koralle. Ich wollte eben durch den ausladenden Mermaid-Rock wollte ich eben so die Basis darstellen, aus dem sich dann was Filigranes um den Körper hocharbeitet. Und dazu habe ich eben die Korallenstruktur, die ist ausgelasert worden und dann auf den schwarzen Stoff einfach aufgeklebt worden. Es bringt eben schönen Glanz mit und ist ein bisschen fester und bringt auch ein bisschen Stand mit. Grob kalkuliert wird sich das Kleid circa auf 6.500 Euro belaufen, weil über 100 Arbeitsstunden stecken darin. Alleine der Laserprozess hat pro Schnittteil so im Schnitt eine Stunde gedauert. Also das Motto des diesjährigen Leipziger Opernballs heißt Moskauer Nächte. Und als ich mich ans Design gemacht habe, wollte ich von vornherein was mit Laser-Cutouts machen, weil wir hier eben den Zugang zu einem CO2-Laser haben und man kann damit eben wunderschöne Effekte erzielen. Und dementsprechend habe ich mich dann auch mit dem Thema Moskau ein bisschen beschäftigt und wollte auch irgendwas Geschichtliches mit einbringen, da ich mich damit ja auch identifiziere. Letzten Endes habe ich mich dann dazu entschieden, die Gesellschaftsstruktur der späteren russischen Aristokratie so ein bisschen darzustellen. So frei nach Leo Tolstoi, Krieg und Frieden hat mich da so ein bisschen inspiriert, weil sie eben auch weit verzweigt ist, aber dennoch eng miteinander verknüpft. Und dementsprechend habe ich mit ein paar Strukturen rumexperimentiert und bin dann auch relativ schnell eigentlich bei einer Korallenstruktur hängen geblieben, weil sie eben auch die Eigenschaften mitbringt. Trotz der pompösen Kleider vom Anfang sind meine Kreationen, die ich im Moment mache, relativ schlicht, aber dennoch raffiniert und sie lassen sich immer sehr, sehr gut kombinieren. Wenn ich Sachen für mich nähe oder auch für die Schule, liebe ich es zu experimentieren, gerade mit neuen Materialien, neuen Verarbeitungstechniken und eigentlich alles, was geht, am besten irgendwie selbst machen zu können. Bei der Jacke habe ich zum Beispiel einen Korkstoff verwendet. Bei dem Trenchcoat habe ich zum Beispiel die Knöpfe selbst gemacht. Die bestehen aus einer Acrylplatte, die wird normalerweise für Namensschilder oder auch für Klingelschilder verwendet. Und daraus habe ich dann viereckige Knöpfe ausgelasert. Also das Kleid, woran ich im Moment nähe, das ist für meine Mutter, auch für den Opernball, weil sie wird uns begleiten. Und im Schnitt, der ist eigentlich relativ geradlinig und einfach. Aber die Besonderheit und die Raffinesse besteht einfach darin, dass er aus zwei Röcken besteht. Einmal ein geradliniger Unterrock und dann kommt nochmal ein transparenter Rock oben drüber. Und die Stoffe, die ich dafür verwendet habe, die nennt sich Foil, ist aus Polyester und es ist eben ein sehr transparenter Stoff, der aber trotzdem einen gewissen Stand hat im Gegensatz zum Organza. Ja, das Muster, was ich drauf nähe, besteht aus einem Seidentaft, den ich in Streifen gerissen habe, weil der dann wunderschön ausfranst und auch einen gewissen Glanz mitbringt. Und dieses Muster, was ich drauf gezeichnet habe mit Schneiderkreide, das habe ich vorher auch selbst entworfen. Und genau diese Linienführung wird jetzt durch diese Streifen aus Seidentaft hervorgehoben. Und die werden dann noch mit Perlen und Pailletten bestickt.